Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 2 und 3. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. In Die Piraten von Libertalia geht es um die Verwirklichung dieses Grundrechts zu einer Zeit, 1690 bis 1720, in der der Gleichheitsgedanke eher ein Traum zu sein schien. Der Legende nach verwirklichte eine internationale Piratengruppe um die Kapitäne Misson und Caraccioli in ihrer Demokratischen Republik Libertalia ihren Traum von einer internationalen Gesellschaft, in der alle Menschen, egal welcher Nationalität, Religion, Hautfarbe, Geschlecht, gleich sind. In Libertalia soll es freie Wahlen gegeben haben. Gefangenen, Seeleuten und befreiten Sklaven wurde freigestellt, sich in Libertalia als freie Bürger niederzulassen oder an einem sicheren Ort an Afrikas Küste von Bord zu gehen. Muro, ein junger Afrikaner, der von den Piraten aus einem Sklavenschiff befreit wird, erzählt von Libertalia. Nicht wahr? Wendet Tim sich an François. Ihr sagt doch auch, dass es Unrecht ist, mit Menschen Handel zu treiben, dass Menschenhändler Barbaren sind und wir sie bekämpfen müssen. Das ist richtig. François Misson nickt. Jeder Mensch ist frei geboren und hat das Recht, frei zu leben. Egal, welche Hautfarbe er hat oder in welchem Land er geboren wurde. Gott hat uns alle erschaffen. Wir haben unterschiedliche Hautfarben, Nasen, Haare und vieles mehr. Wir sprechen verschiedene Sprachen, tragen unterschiedliche Kleidung. Wir unterscheiden uns voneinander. Dennoch sind wir gleich, vor Gott und der Welt. Nehmt diesen Jungen hier. Er ist von derselben Macht erschaffen wie ihr. Er ist klein. Er hat eine dunkle Haut. Er spricht eine andere Sprache. Er ist Moslem. Und er ist ein Mensch. Ihm stehen die gleichen Rechte zu, die uns allen zustehen. Wir bekämpfen diejenigen, die das nicht anerkennen, die unsere Brüder und Schwestern erniedrigen und versklaven. Denn sie verwehren ihnen ihr zustehendes Recht, frei zu sein. Wir lassen das nicht zu. Er schaut uns neue an. Wir lassen keine Unterdrückung mehr zu, nicht in unserer Gemeinschaft und auch nicht in der übrigen Welt.